Ja, servus und hello again. Hier ist wieder der Marty und wir zocken den Football Manager 21. Hier ist auch mein Kater, der gerade bei mir auf dem Schreibtisch lag. Ja, mein bestes Baby. Und ja, nach ein paar Monaten Pause geht es jetzt los oder geht es jetzt weiter? Nutzt mal dein Büschel da weg, Katerchen. Wieder mal, wie immer, werde ich den FC Augsburg übernehmen. Im Football Manager 21. Das habe ich ja die letzten Jahre schon immer gemacht. Allerdings eher weniger erfolgreich. Jetzt müssen wir natürlich versuchen, die Reputation meiner unglaublichen Karrierechancen, meiner unglaublichen Karriere in den letzten Jahren wieder gut zu machen. Deswegen werden wir dieses Jahr alles anders machen. Nein, was werden wir machen? Ich habe jetzt überlegt, ob ich dieses Mal mit Excel spielen soll, weil ja einige Leute, das habe ich auch gerade im Meistertrainerforum gelesen, ja unheimlich viele Tabellen und Statistiken darstellen. Das ist eigentlich auch meins, weil ich immer schon ein Statistikfreak war. Aber ich habe es ja in den letzten Jahren gesehen, also auch wenn ich letztes Jahr beim FM20 mit der Augsburg Story 48 Antworten geschafft habe, wahrscheinlich habe ich davon 47 geschrieben und es 6027 Aufrufe waren. Ja. Ist ein bisschen verschmuster Kater. Und beim 19er 83 Antworten und 42.000 Zugriffe geschafft habe im Meistertrainerforum. Deswegen ja, war der Erfolg trotzdem nicht da. Und ich habe auch nicht viel geschafft. Also dritte Saison und ich glaube beim 20er, beim 19er vierte Saison oder irgend sowas dann. Also gut, diesmal wollen wir das auch wieder so versuchen und die Serien werden ja immer fortgesetzt. Also das heißt, ja. Tut gerade so, wie wenn er keine Schmuseeinheiten kriegt. Und ich werde jetzt einfach so weitermachen, ohne Excel oder sowas. Dann ich habe hier meinen Notizblock und meinen super coolen Füller, wo ich immer alles aufschreibe. Und werde einfach mal versuchen, dieses Jahr nicht permanent in der Abstiegszone zu sein. Der FC Augsburg in Real Life macht es einem ja vor, wobei ich eher der Meinung bin, dass das Mittel Glück ist. Aber gut, jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. Also hier die Übersicht. Klaus Hoffmann ist immer noch der Präsident. Ansehen 3,5 Sterne. Medientipp 11. Das ist natürlich schon. Letzte Saison 15. Dazu gab es ja auch noch diverse Abgänge. Da sparen wir uns jetzt mal. Hier die beste 11. Die würde jetzt so aussehen. Das notiere ich mir jetzt hier mal kurz. Giekewitz. Bevor wir ins Detail dann bei den Torhütern gehen. Gouvelier, Udo Kai. Das ist der Katerbein umgeflogen hier neben mir. Ja. Lass mal alles hier liegen. Rechts Framberger, links Iago. Da haben wir auch dann schon gleich meiner Meinung nach die größten Probleme. Grizzo, Strobel, Gregoritsch, Vargas, Caligiuri, das ist ein starker Spieler. Und vorne Finn Bogason. Bestehende Laien, Cordova an Bielefeld, Danso an Düsseldorf, Frederik Winter nach Lyngby und Malone zu WM Wiesbaden. Hier ist die Übersicht der Ziele. Nachwuchs fördern, offensiven Fußball spielen in Deutschland. Ansässige Spieler verpflichten, bla bla bla, Gehaltsbudget einhalten, aus Abstiegskampf raushalten. Das interessiert uns jetzt mal und im DFB-Pokal die dritte Runde erreichen. Ja. Da wir eh schon am relativ weit fortgeschritten in der Vorbereitung sind, machen wir jetzt kein Testspiel. Speichern das jetzt erstmal. Da gibt es schon FC Augsburg Safe. Ich habe nämlich mal so das Ganze simuliert, also ohne selber was zu tun, eine Saison durchgespielt und ich bin abgestiegen. Allerdings gab es schon mal zwei Schwerverletzte, Hahn und Caligiuri oder Caligiuri, so heißt er ja, haben die halbe Saison nicht spielen können. Ja. Man sieht also schon die deutliche Ähnlichkeit dieses südländischen Trainertyps mit mir. Spieler im letzten Vertragsjahr.
jetzt erstmal noch gar nichts. Später entscheiden. Taktische Ausrichtung benötigt. Ja, das werden wir uns jetzt natürlich ansehen. Taktik erstellen. Tick-Tack erstellen. Ja, Ballbesitzspiel. Habe ich eigentlich die letzten Jahre immer probiert. Hat irgendwie gar nicht funktioniert mit dem FC Augsburg. Flügelspiel, langer Aufwärts, schnelles Umschalten, vertikales Passspiel. Tja. Flügelspiel beim FC Bayern. Das probieren wir jetzt mal so. Doch 4-3-3, also eine Viererkette hinten, zwei Defensiv ein Defensiver dann in dem Fall, zwei zentrale Mittelfeldmänner und dann eben die Flügelspieler. Ja, das sieht gut aus. Grundausrichtung versuchen wir ausgewogen zu machen. Im Ballbesitz. Also extrem breit, passt in die Tiefe, das lassen wir alles so. Variable Flanken. Umschaltspiel, Konter. Gegner im Ballbesitz. Gut, unsere Viererkette ist ziemlich ein bisschen hinter. Geht ziemlich ein bisschen vor. Ja. So, und jetzt natürlich die Aufstellung. Jetzt kommt es drauf an. So möchte ich spielen. Jetzt schauen wir uns kurz die Finanzen an. Das ist vielleicht noch wichtig. Den Rest sparen wir uns dann von dem Ganzen. Also Finanzen, Kontostand wieder so 12 Millionen. Transferbudget haben wir noch 1 Million. Gehaltsbudget 26 Millionen. Davon sind 26,21 sind im Moment ausgegeben. Also ein bisschen Budget hätte man noch, so 700.000, 800.000 Euro. Allerdings wenig Transferbudget. Vereinsziele hat man, Vereinsinfo, das schenke ich mir jetzt alles. Das habe ich die letzten Jahre durchgekaut ohne Ende. Spieler verpflichten, ja klar, Scouting bzw. die Aufgaben, die werde ich danach noch stellen. Jetzt machen wir erstmal nur die Aufstellung. Das akzeptieren wir. Transferfenster offen. Einführer Kader. Nein, 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 nein. Day, 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 day. Also Taktik. Im Tor hätten wir in der ersten Mannschaft, naja gut, Kubik und Giekewitz. Giekewitz, gekauft von Union Berlin. In der Vorbereitung 47 zu 27. Möchte jetzt mal miteinander vergleichen. Geht das jetzt hier überhaupt? Jetzt Vergleich mit Rafa Giekewitz. Also, was haben wir denn hier? Assistenztrainerbericht Kubik 3 Sterne. Giekewitz 3 Sterne hier. Marktwert. 780.000 zu 1,1 Million. Wir wissen alle, was Kubik letztes Jahr für Patzer drin hatte, für Klopse drin hatte. Wobei er bei mir in der 20er Version so schlecht gar nicht gespielt hat. Er ist fast 2 Meter groß, Giekewitz ist doch deutlich kleiner. Wir haben hier Schüsse abwehren 15, 14, physische Stärke, Geschwindigkeit, gut für einen Torhüter, vielleicht nicht so wichtig, Mentalität, Kommunikation, Exzentrität in der Luft und die Ballverteilung. Ballverteilung bei Kubik besser, in der Luft gleich, Schüsse abwehren, Giekewitz etwas besser. Attribute, auch hier schauen wir mal. Abschlag 10 zu 8, Abwurf 14 zu 12, Ballannahme, Fausten. Herauslaufen ist da Giekewitz deutlich besser. In der Kommunikation ist der Kubik besser. Passen auch
Da würde ich jetzt eher eigentlich 4, auch wenn wir hier Durchschnitt 12-12 haben, würde ich jetzt eher für einen Giekewitz tendieren. Bei der Mentalität, Aggressivität, gut für einen Torwart jetzt nicht so wichtig. Meiner Meinung nach Einsatzfreude 12-2. Entscheidungen, Flair, Führungsqualitäten, da ist der natürlich besser. Nervenstärke, Stellungsspiel, Teamwork, Übersicht. Physische Stärke, Antritt, Ausdauer. Haben wir hier noch bei Statistiken noch nichts. Positionen und Rollen, mitspielender Torwart. Torwartbericht. Ergänzungsspieler mit Verbesserungspotenzial, Spieler für die Breite in seinen besten Jahren. Ja, also, wir entscheiden uns für Giekewitz. Sagt mir auch der Co-Trainer hier, das heißt, Kubek sitzt erstmal nur auf der Bank. Hier muss ich ihn auswählen. Kubek. So, die Innenverteidiger. Haben wir die Rollenverteilung. Udokai und Gouvelet, die spielen eigentlich in der Bundesliga immer. Und ansonsten hat man da eigentlich nichts Besonderes. Suchi, der andere Rechner aus. Suchi eher nicht so der Brüller, wobei der hat 27 in der Vorbereitung. Gut, Khedira, Strobel, Oxford, die sehe ich da alle nicht als Innenverteidiger. Also es wird, wenn da ein Innenverteidiger ausfällt, wird schwierig. Trotzdem werden wir Udukai, der hat einen. Hier sehe ich seinen Fuß jetzt nicht, gell? Beispiel in der Verteidiger. Links doch. Also der Udukai geht links hin. Und der Jeff Gouvelev geht rechts hin. Rechtsverteidigerposition, auch da in meinen Augen Augsburg nicht gut besetzt. Framberger ist es für mich nicht. Caligiuri ist eigentlich verschenkt auf der Position. Trotzdem werden wir jetzt hier Caligiuri spielen lassen. Und auf der linken Seite, wo man ja Max abgegeben hat, und mit Iago und Pedersen, Gummi jetzt auch nicht so die Riesenbesetzung. Ich möchte jetzt mal den Pedersen mit dem Gummi vergleichen. Den Pedersen mit dem Iago vergleichen, so meine ich's. Übersicht, also 2,5 zu 3 Sternen. Sehen wir hier, Geschwindigkeit sind sie beide gleich schnell mit 15. In der Luft ist der Iago besser. Innenverteidiger, naja. Muss es nicht so viel in der Luft sein? Technik ist Iago besser, Übersicht Iago besser. Ja, doch. 9, 11, 12. Ja, Iago. Also, Iago bleibt links. Der Abräumer vor der Abwehr. Hätte ich jetzt auch Strobel so gesehen. Hier ein jetzt zentraler zurückgezogener Spielmacher und Box-to-Box Mittelfeldspieler. Haben wir überhaupt den Spielmacher? Das ist nämlich das nächste Problem. Haben wir einen Spielmacher? Er würde mir jetzt hier auch Strobel vorschlagen, beziehungsweise Grützo. Wollte jetzt mal schauen. Strobel wird da vorgeschlagen. Khedira. Grützo. Moravec. Flügel rechts. Wen haben wir da? Der Caligiuri. Den haben wir aber schon als Rechtsverteidiger eingesetzt. Richter-Burschi, der wird da spielen und links wahrscheinlich Gregoritsch.
Das Schieber, Hahn. Hahn schwach hier eingestuft. Wen zeigt er mir als Spitze an? Auch den Gregoritsch oder Niederlechner. Machen wir so. Niederlechner im Sturm und auf der linken Seite Gregoritsch, der im letzten Jahr übrigens bei der 20er-Version überragend bei mir gespielt hat. Wurde dann sogar für, weiß gar nicht, 20 Millionen verkauft, weil ich eine Ausstiegsklausel drin hatte. Draußen sitzen haben wir in 2, 4, 5, 6, 7, 7. 7 Spieler, das heißt, wir setzen mal den Framberger draußen hin. Die Maus scrollt wieder nicht, super. Und Suchi. Haben wir denn hier noch alles? Götze, Oxford, Gummi, Jakob, Petersen, Moravec. Moravec auf die Bank. Vargas auf die Bank. Den habe ich eigentlich links gesehen. Jensen. Nicht berücksichtigt Finn Bogason und Hahn. Hahn also auf die Bank. Mein Freund Sarenrenbatsi. Weiß immer noch nicht, ob man den so ausspricht. Und natürlich Finn Bogason, der Veteran. Die anderen im Moment nicht geplant. So, jetzt, wie lange haben wir aufgenommen? 17 Minuten, das passt. Damit möchte ich mit diesem Kader dann in die Saison starten. Wir können jetzt noch, oder ich werde jetzt noch die Aufgaben verteilen. Und der Terminplan sieht dann vor, dass wir als nächstes dann gegen Monheim im DFB-Pokal spielen. Und dann geht's, ja, geht gleich gegen den FC Bayern. Das wird spannend. Jo, das war's im ersten Teil. Lasst einen Daumen da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus und bye bye.